ich bin stolz, wir vom OK sind stolz, dass wir wieder können, den Lukas und den Matthias Flückiger verpflichten. Sie haben am vergangenen Wochenende Silbermedaille geholt, eine Bronzemedaille an der Mountainbike-Weltmeisterschaft. Lukas Flückiger, wie hast du die Woche dich überhaupt noch vorbereiten nach dem ganzen Prozedere in Sachen Feiern? Gut, es ist nicht ganz, es ist jetzt vielleicht, wenn man das quer anschaut, auch hier ist es vielleicht gerade ein bisschen zu früh gekommen. Und von dem her ist vielleicht die Medaille nicht ganz das Richtige gewesen als Vorbereitung. Aber ich habe den Fokus eigentlich gleich noch ein bisschen aufrechterhalten, habe aber nicht ganz so mich jetzt vorbereiten auf das Quer. Ich habe weniger Training auf dem Crossbike gemacht, aber schlussendlich zählt auch der Power und ich werde im Rennen nachher langsam reinkommen und das wird dann schon gehen. Merci vielmals. Matthias Flückiger, eine Frage an Sie oder an dich. Als Mountainbiker sagt man sich ja du eigentlich. Wie schätzt du die Strecke? Weil wir sind ja eigentlich alles Mountainbiker bis auf den Krieger Roschenweg und Strassenfahrer, aber wir fahren seit 20 Jahren Mountainbike. Wie schätzt du die Strecke hier ein? Also ich war das letzte Jahr schon mal gefahren, hier das Rennen, und sie war letztes Jahr schon wirklich fantastisch gewesen. Und jetzt dieses Jahr ist überarbeitet worden mit verschiedenen Steilwandkurven und Hürden und wirklich ein schnelles Rennen, aber trotzdem hat es technische Passagen drin und das ist eigentlich das, was einem Querfahrer wirklich gefällt. Und das ist, ich muss sagen, es ist eine der besten Strecken, die wir hier in der Schweiz haben. Merci vielmals. Lukas Flückiger, noch ein, wie soll ich sagen, ein Votum oder eine Aussage zur Organisation von dem Supercross Baden? Ich habe schon letztes Jahr im ganzen OK ein Kompliment machen. Wir haben kein einziges Querrennen in der Schweiz, das so gut organisiert ist. Schon von der Strecke her kann ich also wirklich nur ein Lob aussprechen. Und es kommt uns Bike natürlich sicher entgegen mit den Höhenmetern und die technischen Passagen drin. Aber die ganze Organisation ist gigantisch und wir brauchen eigentlich mehr serige Veranstaltungen in der Schweiz. Danke vielmals, Lukas Flückiger. An dieser Stelle, merci vielmals. Gutes Rennen, danke Lukas Flückiger. Alles Gute, Matthias Flückiger. Ja, gutes Rennen. Danke vielmals.